Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Holiday Special, glaube ich heißt es. Egal, zu unserem ersten Weihnachtsfeiertags-Special hier auf dem Kanal. Zur zweiten Folge am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags. Und ich hoffe, ihr habt den bisher wunderbar verbracht. Ich hoffe, ihr habt schön viel Zeit mit Leuten verbracht, die euch wichtig sind. Oder natürlich muss man es auch zugeben, es gibt natürlich auch viele, die über die Weihnachtsfeiertage arbeiten müssen. Die dürfen wir nicht vergessen, ohne die unser System nicht funktionieren würde. Ich denke hier an Leute im Krankenhaus oder an Ärzte bzw. Krankenschwestern oder auch an Polizisten oder sonstige Jobs, die ich jetzt gerade leider nicht im Kopf habe, ohne die quasi das alltägliche Leben über die Feiertage nicht möglich wäre. Die darf man nie vergessen. Ein dickes Dankeschön an dieser Stelle. Ich habe großen, großen Respekt davor, dass ihr quasi, während all die anderen Leute so ein bisschen, ich sag mal, ihre Zeit genießen, dass ihr trotzdem da seid und euren Job macht, um anderen Menschen zu helfen. Ne? Das ist wirklich ernst gemeint. Das labere ich jetzt nicht nur so als YouTuber, um mein Image aufzupolieren, sondern ich meine das wirklich ernst. Ich finde das richtig, richtig crazy. Weil ich als YouTuber habe jetzt quasi die Möglichkeit, hier für die Feiertage ein bisschen vorzuproduzieren. Ich müsste ja theoretisch in Anführungszeichen auch arbeiten, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe quasi den Luxus, vorzuproduzieren. Ärzte können aber nicht, sag ich mal, Patienten vorbehandeln, dass sie über die Weihnachtsfeiertage nichts zu tun haben. Ja, ne, ganz, ganz dickes Dankeschön an der Stelle. Aber an alle anderen, die jetzt gemeinsam im Kreise ihrer Familie oder ihrer Freunde, ich meine, auch nicht jeder hat eine intakte Familie, man darf das nie pauschalisieren, aber an alle, die jetzt einfach die Zeit ein bisschen genießen und hier sind, ich hoffe, es geht euch gut, denn mir geht es immer noch sehr gut. Ich habe immer noch sehr, sehr viel Spaß hieran und ich liebe einfach, dass hier so ein bisschen schöne Festtagsstimmung aufkommt, während wir das Ganze hier zocken, ne? Und, ich glaube, da muss ich runter. Ich habe euch heute Vormittag, insofern ihr das am Release-Tag guckt, ich habe euch heute Vormittag gesagt, dass ich euch in dieser Folge etwas darüber erzählen will, was ich letztes Weihnachten falsch gemacht habe. Und dass ihr hoffentlich nicht denselben Fehler macht. Beziehungsweise, wenn das am ersten Weihnachtsfeiertag kommt, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät, um das zu verhindern. Aber auch, um das einfach in Zukunft im Kopf zu behalten, ne? Denn, wie soll ich sagen? Letztes Jahr, zur Weihnachtszeit, hat mein Kanal angefangen, wirklich, wie soll ich sagen, greifbar größer zu werden. Das war zu der Zeit, als der Mario Odyssey Superstar Mode lief und ich so innerhalb von 2018 wirklich von 10 auf 20.000 Abos gekommen bin. Und ich glaube, rund um Weihnachten waren wir so bei 22.000 Abos und ich war gerade so in der Phase, wo der Superstar-Mode richtig abging und ich dachte mir, hey, ich muss jetzt übel performen, so YouTube ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe damals, beziehungsweise letztes Weihnachten, wie gesagt, mich dann sehr in diese YouTube-Sache verkopft, wodurch ich auch über die Festtage sehr, sehr viele Videos produziert habe, mich viel um meinen YouTube-Kanal gekümmert habe. Und dadurch letztes Jahr tatsächlich irgendwo auch meine Familie vernachlässigt habe. Was mir sehr, oh lol, warte mal, wie soll denn das hier gehen? Was mir tatsächlich bis heute sehr, sehr, sehr leid tut. Es war tatsächlich so, es war der Weihnachtstag und da ist immer um 16.30 Uhr ein Gottesdienst. Und mein Bruder und meine Tante gehen da immer zusammen hin und die haben auch mich gefragt so, hey Tobi, kommst du auch mit in den Gottesdienst? Und ich habe dann auch gesagt, ja, ich bin dabei. Beziehungsweise nein, ich glaube, ich habe nicht zugesagt. Ich habe gesagt, so wenn alles passt, dann komme ich vorbei. Aber tatsächlich war es dann so, dass ich noch irgendwie dachte, ich müsste irgendwelche Videos produzieren. Wodurch ich dann tatsächlich den Gottesdienst sozusagen sausen hab lassen. Und stattdessen Videos produziert habe, um dann irgendwie so 10 Minuten, um dann quasi, als dann meine Familie nach Hause gegangen ist, beziehungsweise erst mein Bruder und meine Tante aus der Kirche dann nach Hause gegangen sind, da habe ich dann auch schnell so mit dem Auto nach Hause gedüst, so, ne, alles hier zack, 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 irgendwie schnell, Hauptsache, dass mit den Videos klappt noch, und das war nicht cool. Und das war dann auch über die Weihnachtsfeiertage so. Auch letztes Jahr habe ich quasi mehrere Tage daheim verbracht. Ich habe da schon in der letzten Folge drüber geredet, dass ich über die Weihnachtsfeiertage, jetzt seit ich ausgezogen bin, immer bei meinen Eltern bleibe und quasi nicht daheim übernachte.
Aber da war es dann auch so, dass ich kopftechnisch immer daheim war. Und dann bin ich auch zwischendrin nach Hause gefahren, um meine Videos zu machen. Und ich habe das damals gar nicht so geschnallt. Also damals dachte ich mir so, ja mein Gott, so mein YouTube-Kanal läuft gerade, das ist wichtig. Und ich bin ja bei der Bescherung dabei und ich bin auch immer beim Weihnachtsessen dabei und so weiter. So ist ja alles einwandfrei. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwie, ich fühle mich nicht so gut. Und das hat sich dann tatsächlich auch noch mehrere Tage hingezogen. Sogar letztes Jahr auch noch bis zum Charity-Stream. Das kann ich jetzt hier an der Stelle mal sagen. Das habe ich noch nirgendwo erwähnt. Aber letztes Jahr im Charity-Stream, ja, wo ich wirklich 24 Stunden live war, ging es mir psychisch nicht so gut. Ich war nicht gut drauf und musste mich teilweise in diesen 24 Stunden sehr dazu durchringen, wirklich gut drauf zu sein, was eigentlich absolut gar nicht geht, weil das so mein Highlight-Event des Jahres ist. Aber letztes Jahr war es wirklich so, dass ich im Charity-Stream teilweise Mühe hatte, ja, einfach richtig gut drauf zu sein, was eigentlich super einfach sein sollte bei so einem krassen Projekt. Und das lag, glaube ich, wirklich dran, weil ich einfach mir nicht Zeit für die wichtigen Dinge im Leben genommen habe, sondern einfach die ganze Zeit nur gearbeitet habe. Und dann hat, glaube ich, schon irgendwas in mir gemerkt, hey, das geht so nicht. Du kannst nicht jetzt an Weihnachten, gerade in der Zeit, wo sich jeder in der Familie Zeit nimmt, zusammenzukommen, du kannst nicht da einfach die ganze Zeit arbeiten, dein Bruder und deine Tante quasi, wie soll ich sagen, im Stich lassen ist ja falsch, so, es erwartet ja niemand von mir, dass ich in diesen Gottesdienst gehe, aber im Endeffekt doch irgendwo, also quasi, ne, wirklich dein YouTube deiner Familie vorziehen. Das geht nicht, weil da gibt es nämlich eine super Geschichte, die ich an der Stelle erzählen kann. Die kennen mit Sicherheit viele von euch, aber ich werde jetzt hier einfach mal kurz quasi anpacken, ne? Oder kurz erzählen in Kurzform. Also es geht quasi darum, dass, egal ob es jetzt ein Lehrer oder auf jeden Fall jemand hält einen Vortrag vor einer Gruppe Menschen und stellt ein Glas auf einen Tisch und füllt das Glas mit Golfbällen. Bis oben voll und dann fragt dieser Mensch, wir machen einfach mal einen Lehrer mit seiner Schulklasse. Und dann fragt der Lehrer die Schulklasse, hey, liebe Schüler, ist das Glas voll? Und die Schüler so schauen das so an, sehen die Golfbälle und sagen, ja, safety, so, das Glas ist voll. Der Lehrer lacht und sagt, na, ihr seid so unwissend. Und holt quasi ein weiteres Glas Kieselsteine aus seiner Tasche und schüttet quasi die Kieselsteine ebenfalls in das Glas. Und die Kieselsteine schmiegen sich quasi in die Lücken zwischen den Golfbällen und erfüllt das gesamte Glas mit Kieselsteinen auf und fragt die Klasse wieder, so liebe Klasse, ist das Glas nun voll? Und die Schulklasse schaut so ein bisschen skeptisch, aber sagt, ja, jetzt ist sie voll. Der Lehrer lacht wieder, holt Sand aus seiner Tasche und füllt quasi das gesamte Glas mit Sand. Und der Sand schmiegt sich zwischen die Kieselsteine und die Golfbälle und füllt auch mit Sand das Glas bis oben hin voll. Und fragt wieder, so, liebe Schüler, ist das Glas jetzt voll? Und die Schüler so waren skeptisch, aber gesagt, ja, jetzt ist es voll. Der Lehrer lacht wieder, holt eine Flasche Bier aus seiner Tasche und schüttet das wieder in das Glas rein und fragt und sagt, jetzt ist das Glas wirklich voll. Und quasi die Krux dahinter ist, hey, da oben ist Mario-Bild aus Mario und Luigi. Die Golfbälle stehen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Eure Familie, eure Gesundheit und so weiter. Die Kieselsteine stehen für, ja, nicht so wichtige, aber trotzdem noch wichtige Dinge, wie beispielsweise der Job oder das Auto oder sonstige Dinge, um die man sich kümmern muss. Und der Sand steht quasi dann für all den kleinen Scheiß, der noch übrig bleibt. Und wenn man seine Lebenszeit, seine wirklich sehr limitierte Lebenszeit auf dem Planeten, den kleinen Dingen widmet, also dem Sand, und quasi den Sand zuerst in das Glas schüttet, dann hat man keine Zeit mehr für die wichtigen Dinge, wie die Golfbälle beispielsweise. Weil wenn man das Glas zuerst mit Sand füllt, dann passt nichts mehr rein, außer vielleicht noch eben das Bierchen. Dementsprechend ist quasi die Idee hinter dieser Geschichte, dass man sich immer erst um die ganz wichtigen Dinge kümmert. Familie und Gesundheit. Ja, die Golfbälle. Dann kommen die weniger wichtigen Dinge, wie das Auto, der Job oder so weiter. Und dann kommt eben noch der Sand mit all dem anderen kleinen Scheiß, der eben noch irgendwie so anfällt. Und ich habe das eben letztes Jahr genau falsch schon gemacht. Ich hab zuerst quasi das gesamte Glas, mein persönliches Glas, mit Kieselstein gefüllt. Ja, quasi mein Job oder beziehungsweise YouTube, damals war es noch nicht mein Job, aber mein Hobby, und habe zu wenig Zeit quasi für meine Familie verwendet, wodurch sozusagen
keine Golfbälle mehr in mein Glas gepasst haben, weil ich es schon komplett mit Kieselstein gefüllt habe. Und das soll dieses Jahr unter keinen Umständen passieren. Dementsprechend werde ich dieses Jahr wirklich alles vorbereiten, was es so zu tun gibt, damit ich dann eben über die kompletten Feiertage keinen einzigen Gedanken an die Kieselsteine verschwenden muss, weil ich mich schon komplett um die Kieselsteine gekümmert habe und ich mich eben komplett um die Golfbälle in dem Glas kümmern kann. Ja, eben nicht meine Familie. Und das wollte ich euch einfach in dieser Folge erzählen, weil ich eben diesen Fehler letztes Jahr gemacht habe. Und es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Es ist nur schlimm, Fehler zweimal zu machen. Fehler sind dazu da, um aus ihnen zu lernen. Ich habe diesen Fehler jetzt einmal gemacht, dass ich YouTube sehr viel Platz in meinem Leben geschenkt habe. Und ich werde das dieses Jahr, beziehungsweise in meinem Leben, nie wieder so machen. Und das wollte ich euch eben erzählen. So, egal was in eurem Leben los ist, kümmert euch immer erst um die Golfbälle und dann um etwas anderes. Ne? Und so ist es eben auch an Weihnachten. Gerade an Weihnachten geht es eben darum, dass man all seine Aufmerksamkeit, die man hat, den Golfbällen widmet. Ja, und dementsprechend, warte mal, kann ich den One-Shot killen mit dem Stern? Lol. Ah, nee, ich kann nur einmal Damage machen, okay. Ja, das ist die Story, die ich euch erzählen wollte. Diesen Fehler habe ich einmal gemacht und das soll nie wieder passieren. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das damals auch der Grund war, weshalb ich im Charity-Stream einfach nicht so gut drauf war. Weil ich einfach kopftechnisch null bei der Sache war. Ich habe mich so sehr auf verschiedene Dinge fokussiert, meine großen und wichtigen Dinge vernachlässigt, was sich einfach dann in meiner Laune bemerkbar gemacht hat. Und ich merke es auch jetzt schon, allein jetzt hier vorzuproduzieren mit dem Wissen, dass ich dann 3 Tage für meine Familie habe, das macht mich so glücklich. Und ich bin mir sicher, dass ich dann auch nicht mehr diese kleine, wie soll ich sagen, diesen emotionalen Kratzer dann im Charity-Stream dieses Jahr haben werde, weil ich einfach super gut drauf sein werde. Und jetzt sind wir auch durch mit dem Hack. Es ist optimal. Perfekt. Perfektes Timing. Diese Urlaubssaison soll mit Frieden, Liebe und Fröhlichkeit und ein bisschen Gaming erfüllt sein. Danke fürs Spielen und wir sehen uns in Newer Super Mario Bros. Wii, dein Newer Team. Das ist ja ihr großer Hack. Den habe ich sogar schon jetzt played. Ich glaube 2017. Das ist auch schon über 2 Jahre her. Aber das soll es gewesen sein. Und das war der erste Weihnachtsfeiertag, Guys. Ich hoffe, das kleine Projekt hat euch gefallen. Morgen am 2. Weihnachtsfeiertag gibt es nochmal ein kleines Sonderprojekt. Und dann stehen wir auch schon ganz, ganz kurz vor dem Hübi Charity Stream, der dieses Wochenende vom 28. auf den 29. Dezember stattfinden wird. Unser 24-Stunden Charity Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen Vormittag in einem neuen kleinen Mini-Projekt. Danke fürs dabei sein. Puh, haut rein. Euer Hübi.